Ich möchte Sie begrüßen zum dritten Teil dieser Wellenlehre. Im ersten Teil hatte ich ja erklärt, was überhaupt Wellen sind. Ich habe die Quer- und Längswellen eingeführt. Im zweiten Teil haben wir uns länger mit der Ausbreitungsgeschwindigkeit oder Fortpflanzungsgeschwindigkeit der Wellen beschäftigt. Und jetzt im dritten Teil möchte ich ein wenig mehr auf die Mathematik der Wellen eingehen, also speziell dann die harmonischen Wellen mit Ihnen besprechen. Wellen 3. Zum Zeichnen ist es meistens einfacher, wenn man mit Querwellen arbeitet. Das ist einfach zeichnerisch einfacher. Und ich will jetzt auch dann später spezielle Wellen anschauen, nämlich die harmonischen Wellen, die also kosinusförmig sind. Und einfach Sie daran erinnern, dass jede Welle ich zerlegen kann in harmonische Wellen. Das ist eine Sache, die wir schon bei Schwingungen kennengelernt haben. Jede periodische Bewegung kann ich mit harmonischen Schwingungen aufbauen. Und so ist es eigentlich auch so, dass die harmonischen Wellen eine Art Basis bilden aller Wellen. Ich habe aber jetzt bei diesen harmonischen Wellen ja hier die X-Koordinate, also nicht wie bei den Schwingungen die Zeit. Das heißt, ich muss mir mal überlegen, wie kann ich denn überhaupt so eine Welle, wenn ich jetzt mal ein Foto mache, die Zeit mal außer Acht lasse, wie kann ich so eine Welle als Funktion von X schreiben, damit sie hier bei einer festen Distanz die Periode, die Periodenstrecke quasi hat. Es geht ja immer wieder weiter so. Man nennt diese Distanz in der Wellenlehre dann Wellenlänge. Also die Länge eines solchen periodischen Wellenabschnitts, und zwar die kleinstmögliche. Also es geht ja hier auch bis hier wieder weiter. Man könnte auch das hier als Wellenlänge bezeichnen, aber die Wellenlänge Lambda, wie man sie will, ist immer die am kürzesten mögliche Lambda-Wellenlänge. Jetzt haben wir ja, wie bei den Schwingungen, auch eine Amplitude. Und ich habe jetzt hier mal als Beispiel einen Kosinus genommen. Ich hätte auch einen Sinus nehmen können. Und wir überlegen uns kurz, wie kann man diesen Kosinus schreiben als Funktion von x. Und das ist eine Sache, die ich immer ein wenig länger entwickeln muss in der Klasse, damit man das versteht. Ich habe ja hier, wenn ich einfach Kosinus schreibe, oder, dann muss hier innerhalb der Klammern ein Winkel stehen. Aber ich habe hier leider keinen Winkel Alpha oder so, ich habe hier das x, also in Metern. Ich kann nicht den Kosinus von 2 Metern bestimmen, das geht nicht, der Kosinus braucht einen Winkel. Deshalb kann ich das x als Variable mal quasi laufen lassen und schauen, wie viel Prozent habe ich von Lambda mit dem x bereits ausgeschöpft. Also wenn das x hier bei Lambda wäre, habe ich 100%, also 1. Da habe ich jetzt 10%, 20% und so weiter, 50%, 100%, 120%, 150%. Also ich kann dieses Verhältnis von x verglichen mit Lambda mal bilden. Das ist quasi eine Proportionalität, eine Zahl, wo die Einheiten wegfallen, weil x ist in Metern und Lambda ist in Metern. Eine Zahl, die also von 0 nach 1, nach 2 und so weiter geht. Jetzt kann ich diesen Faktor verwenden, um damit den vollen Winkel zu multiplizieren, 360 Grad oder 2 Pi. Und damit habe ich jetzt einen Winkel, der tatsächlich mit dem x anwächst und bei Lambda, das x gleich Lambda ist, gerade der volle Winkel bedeutet. Also so habe ich das x quasi übersetzt in einen Winkel, der da genau diese Bewegung hier beschreibt. Weiter muss ich den Kosinus mit der Amplitude multiplizieren. Und die Amplitude hat ja dann auch die Einheit dieser Wellengröße. Das kann ja, wie gesagt, ein Druck sein oder eine Temperatur oder irgendwas anderes. Es muss nicht eine Auslenkung in Metern sein. Und das gibt mal ein y von x. Also eine stehende Welle. Eine stehende Welle darf ich nicht sagen, das ist ein spezieller Ausdruck. Aber es gibt eine stehende Figur hier, die diesen Kosinus beschreibt. Unabhängig von einer Wellenbewegung. Es ist wie ein Wellblech, das da einfach am Boden liegt. Jetzt möchte ich ja, dass die Welle sich bewegt. Und ganz allgemein ist es so, dass eine Bewegung ja eine Verschiebung in x-Richtung bedeutet. Wenn wir mal ganz kurz da uns eine Parabel anschauen. Y gleich x². Das wäre die normale Parabel. Wenn ich die Parabel um 1 nach rechts verschieben möchte, dann wissen Sie wahrscheinlich aus der Mathematik, dass ich das x dann ersetzen muss durch x minus 1, das dann quadriere. Jetzt ist das, die neue Nullstelle ist jetzt 1.
Wenn ich die Parabel allgemein um eine Strecke a verschieben will, dann muss ich entsprechend halt x minus a schreiben. Und jetzt will ich, dass meine Parabel im Laufe der Zeit nach rechts läuft. Also ich will, dass die Parabel jetzt wirklich eine Geschwindigkeit hat, v. Das heißt, das a muss dann irgendwie im Laufe der Zeit größer werden. Da muss also die Zeit mit hineinkommen. Ich könnte das a zum Beispiel einfach ersetzen durch t, die Zeit. Habe aber dann das Problem, dass in der Physik ja das t auch eine Einheit hat. Also ich kann nicht Meter minus Sekunden rechnen. Ich muss also hier auch eine Strecke haben. Und da ist natürlich die Möglichkeit, dass ich das a durch Geschwindigkeit mal Zeit ersetze. Dann wird also das a im Laufe der Zeit immer größer und dieser Punkt, diese Nullstelle, wandert mit der Geschwindigkeit v nach rechts. Also kann ich das so schreiben, x minus v mal t im Quadrat und habe jetzt eine Funktion y, die von x und t abhängig ist und die im Laufe der Zeit nach rechts läuft. Also in dem Fall eine Parabel, die im Laufe der Zeit nach rechts läuft. Die Parabel ist das x Quadrat und das, diese Korrektur vom x liefert mir die Bewegung. Und diesen Trick kann ich jetzt hier genauso verwenden, wenn ich meine Welle nach rechts laufen lassen will mit der Geschwindigkeit v. Ich kann das genauso übernehmen und sagen, ich will das x dann ersetzen durch x minus v mal t und erhalte dann neu eine Funktion, die von x und t abhängig ist. Die hat a mal Cosinus von 2pi. Und jetzt muss ich das x minus v mal t schreiben durch Lambda. Jetzt habe ich bereits eine Welle, die sich bewegt. Es ist jetzt eine Cosinuswelle. Ich könnte hier noch einen Phasenfaktor plus phi 0 dazu nehmen, wie wir das bei den Schwingungen auch schon gemacht haben. Muss ich jetzt hier aber nicht unbedingt tun. Auf diese Art bin ich eigentlich fertig und kann damit jetzt bereits Simulationen machen, wie ich es ja zum Beispiel auf Physik-CD zuhauf gemacht habe bei den Wellen. Das ist genau diese Vorgabe. Schauen wir aber noch ganz kurz, wie das dann meistens in den Büchern steht. Da habe ich diese Darstellung normalerweise noch etwas angepasst. Und zwar sagt man, wenn ich das mal ausklammere, das steht ja hier, also nicht ausklammern, sondern die Klammer auflöse, dann steht ja hier a mal Cosinus, dann steht hier 2pi durch Lambda mal x minus 2pi durch Lambda mal v mal t. Jetzt haben wir hier ja das x und das Lambda, das ist berücksichtigt, aber wir haben ja hier die Zeit noch mit drin. Und da habe ich das v durch Lambda. Und wir wollen diesen Ausdruck v durch Lambda noch etwas anders schreiben. Und da kommen wir auf eine ganz wichtige Beziehung bei der Wellenlehre, die harmonische Wellen betrifft. Ich kann mir nämlich mal überlegen, wenn ich so eine Welle habe, harmonische Welle, die bewegt sich jetzt hier um eine gewisse, in einer bestimmten Geschwindigkeit. Das wäre x. Dann schaue ich mir mal diesen Punkt hier an. Und während sich die Welle hier bewegt, wird dann die Welle ein bisschen später, wird sie so aussehen, nicht wahr? Dann wandert das dieser Punkt hier nach unten. Noch ein bisschen später ist der Punkt wieder in der Mitte. Noch später, irgendwann ist die Welle wieder hier und der Punkt ist wieder am alten Ort. Das heißt, dieser Punkt macht eine Schwingung hoch und runter, währenddem die Welle sich dann nach rechts bewegt. Und diese Schwingung hat ja, wie alle Schwingungen, eine Schwingungsperiodendauer, groß T. Und währenddem also diese Schwingung eine vollständige Periode durchläuft, bewegt sich da diese Welle um ein Lambda nach rechts. Das heißt, die Strecke, die die Welle macht, während dieser Zeit T, ist gerade Lambda. Und damit kann ich die Geschwindigkeit der Welle ausrechnen, Strecke pro Zeit. Geschwindigkeit ist nämlich eben v ist gleich Strecke pro Zeit allgemein. Und für unseren konkreten Fall habe ich jetzt als Strecke die Wellenlänge genommen und als Zeit die Periodendauer. Also Lambda durch groß T ist gerade die Geschwindigkeit. Ihr könnt auch so schreiben, in der Schwingung haben wir gelernt, 1 durch groß T ist die Frequenz. Also 1 durch groß T kann ich auch als Frequenz schreiben, dann habe ich Lambda mal f. Die Geschwindigkeit einer solchen Welle, harmonischen Welle, ist immer Wellenlänge mal Frequenz. Das erlaubt also Frequenzen und Wellenlängen ineinander umzurechnen, wenn ich die Geschwindigkeit kenne.
oder je nachdem, was man hat und was man sucht. Jetzt sind wir hier gewesen, V durch Lambda hatten wir als Ausdruck. V durch Lambda kann ich jetzt hier ohne weiteres ausrechnen. V durch Lambda ist 1 durch groß T. Das heißt, ich kann hier dann schreiben, das ist das gleiche wie A mal Cosinus 2Pi durch Lambda mal X minus. Und jetzt wie gesagt, V durch Lambda ist 1 durch groß T. Also 2Pi durch groß T mal T. Jetzt sehen wir hier eine schöne Symmetrie. Wir haben hier 2Pi durch die örtliche Periodenstrecke mal x. Und wir haben hier 2Pi durch die zeitliche Periodendauer mal T. Also das ist schön symmetrisch hier. Und weil wir bei den Schwingungen ja 2Pi durch groß T auch Omega genannt haben, Winkelgeschwindigkeit oder Kreisfrequenz, möchte man das hier ebenfalls übernehmen mit einem anderen Buchstaben. Ups, minus. Diese Größe hier nennt man dann Wellenzahl K. Und diese Wellenzahl K, die also definiert ist als 2Pi durch Lambda, ist quasi die, also hier haben wir Winkelgeschwindigkeit gesagt, oder Kreisfrequenz, das wäre jetzt eine entsprechende Größe, wo man nicht Zeit, sondern Ortskoordinaten als Variable hat, also 2Pi durch Lambda. Das ist das K, die Wellenzahl. Und jetzt habe ich die Darstellung, wie man sie in den Büchern normalerweise auch findet. K mal X minus Omega mal T. Dann vielleicht noch plus Phi 0, eine Phasenverschiebung, die es erlaubt, auch bei Zeit und Ort 0 bereits eine Auslenkung zu haben. Und das ist die Gleichung einer harmonischen Welle. Die bewegt sich jetzt nur in eine Richtung, nämlich in der Richtung x. Und das nennt man eine ebene Welle, wenn sie sich nur in eine Richtung bewegt. Und die Auslenkung ist gegeben durch eben diese Amplitude a. Jetzt nur ganz kurz, Wellen können sich ja dann auch im Raum ausbreiten. Da kommt es dann ein bisschen darauf an, wie die Ausbreitungsrichtung ist. Wenn die Richtung nicht entlang x geht, dann wird das k hier zu einem Vektor. Und dieser Vektor beschreibt dann die Ausbreitungsrichtung, also die Richtung senkrecht auf den Wellenfronten. Wenn ich das jetzt mit x so multiplizieren würde, müsste ich dann auch, also ich muss dann diesen Vektor, den ich da habe, mit einer Ortskoordinate oder einer Ortsgröße multiplizieren. Die wird dann, wenn es dreidimensional ist, meistens R bezeichnet, also Ortsvektor R. Wenn das jetzt hier ein Skalarprodukt ist, K mal R, also K-Vektor mal R-Vektor, dann entsteht daraus eine sogenannte ebene Welle in Richtung K. Und wenn diese Multiplikation nur die beiden Beträge multipliziert, also K mal R ohne Vektoren, dann wird damit eine Kugelwelle beschrieben. Die Richtung von A beschreibt im Grunde genommen, wie die Welle, also wie diese Störung sich verhält bezüglich der Ausbreitungsrichtung. Es kann jetzt sein, dass das A, dieser A-Vektor, das kann ein Vektor sein, nicht wahr, dass der parallel zu K steht, dann habe ich eine Längswelle. Wenn der Senker steht zu K, dann habe ich eine Querwelle. Also Sie sehen, man kann also diese Formel, die wir jetzt kennengelernt haben, auch ausweiten zu allgemeineren Wellenbewegungen, nicht nur eine ebene Welle in X-Richtung. Man kann das erweitern. Schön ist aber, und das werde ich dann bei einem der nächsten Kapitel zeigen, dass diese Wellenbewegungen additiv sind, also linear, kann man auch sagen. Also wenn Sie sich zum Beispiel vorstellen, Sie sind hier, das wäre eine Wasserwelle, Sie sind jetzt hier im Wasser und werden da hoch und runter bewegt, und es kommt eine zweite Welle, dann wird diese Auslenkung, die Sie machen aufgrund der Ebenenwelle, also der ersten Welle, addiert zur Auslenkung, die Sie gerade machen aufgrund der zweiten Welle. Das gibt dann eine Wellenaddition. Die Wellen können dadurch sich gegenseitig verstärken oder abschwächen, je nachdem. Das wird dann ein Thema sein beim Kapitel Wellenüberlagerung ein bisschen später. So, also im dritten Abschnitt haben wir es gelernt, wie man Wellen mathematisch beschreiben muss, ausgehend von einer solchen periodischen Ortskurve,
wie man die Bewegung ins Spiel bringt und wie man dann die Größen, Wellenlänge, Wellenvektor und die wichtige Beziehung V gleich Lambda mal F verstehen muss. Wenn man simulieren will mit Wellen, muss man sich da in die Mathematik ein wenig einarbeiten, sonst kommt man nicht weiter.